Travia, stärke mich. Ihr habt etwas für mich, habe ich gehört. Ein Brief, der mich vor kurzem erreichte und der mir mystisch und kryptisch zu erklären gab, dass eventuell ein Artefakt auf mich wartet. Nun, ein Geschenk ist, die Göttin weiß, das falsche Wort dafür, Maharani. Es ist eher. Können wir offen sprechen? Selbstverständlich, ich habe vor meiner Leibwächterin und den Dienern kein nichts zu verbergen. Ich vertraue ihnen blind. Nun, die Sache ist die. Es gelang uns vor kurzem ein sehr mächtiges Artefakt der Widersacherin in unseren Besitz zu bringen. Es ist vielleicht nicht mit dem Splitter zu vergleichen, aber doch sehr nahe daran. Es handelt sich um einen Gürtel. Ich hörte bereits davon. Aber schämt euch nicht. Immerhin habt ihr den Splitter ja damals mit eurer kleinen, damals noch anders aussehenden Gruppe uns gebracht. Nun, wie gesagt, es gelang uns, den Gürtel ebenfalls in unseren Besitz zu bringen. Doch zu meiner Schande muss ich gestehen, dass wir daran gescheitert sind, ihn zu zerstören. Und so bleibt uns nun nichts anderes, als euch darum zu bitten, auch diese Bürde für das Reich und die Gläubigen zu tragen. Und ihn sicher zu verwahren, wie es euch ja auch mit dem Splitter gelungen ist. Eine weitere Bürde für das Haus? Nun, zeigt ihn mir. Ihr habt ihn in dieser Koshbasaltruhe? Ich sollte euch warnen, es könnte schlecht für die geistige Gesundheit der Betrachter sein, sich etwas solches anzusehen. Idealerweise lasst ihr die von der Capitania großzügig zur Verfügung gestellte Truhe verschlossen, legt noch eine Kette drum und sperrt sie als Ganzes fort. Da mögt ihr recht haben. Solltet ihr tatsächlich Neugier überwiegen, Die verzeiht einfachen bitte. Geister sind sicherlich sehr einfach zu beeindrucken. Ich stimme euch also zu. Sprecht. Ihr solltet euch die Neugier überwiegen und ihr es betrachten wollen, empfehle ich euch trotzdem schärfstens, es zumindest nicht anzufassen. Und ihr überlasst ihn mir? Als Geschenk? Als Bürde? Wie gesagt, ich würde es nicht als Geschenk bezeichnen. Es schien uns die beste Lösung zu sein. Denn, nun ja, abgesehen von dieser Kiste, wir verfügen in Yanka, in unserem kleinen Raja-Tempel, nicht über die Möglichkeiten, über die das Zorgana-Königshaus verfügt. Da habt ihr wohl recht. Wir werden unseren Haus- und Hofmagister auf den Gürtel ansetzen. Vielleicht mag es Rasolan gelingen, diesen Gürtel zu besänftigen, ihn zu vernichten. Dafür wären wir außerordentlich dankbar, Maharani. Also gut. Ich habe ebenso gehört, dass das Wesirat Janka aufblüht unter euren Händen. Wohl habe ich allerdings auch von meiner Schwiegermutter, der Mondsilbersultana, gehört, dass ihr allerlei Schulden euch habt zur Verfügung stellen lassen. Nun, wir tun unser Möglichstes, um mit der Aufgabe, die ihr mir anvertraut habt, nun ja, verantwortungsvoll umzugehen, etwas aus dem Geschenk zu machen. Allerdings hat sich die Situation sehr verkompliziert, dadurch, dass kürzlich große Mengen an Flüchtlingen aus dem Norden angekommen sind. Das haben wir gehört. Wir möchten dies allerdings nicht als Entschuldigung akzeptieren für eventuelle Bürden, die euch aufliegen und die ihr später eventuell nicht begleichen könnt. Solltet ihr also diese Schulden nicht abbauen bei meiner Schwiegermutter, werde ich sehr erzürnt sein. Und Flüchtlinge lasse ich als Ausrede leider nicht gelten. Ich habe euch vertraut, Sulamin. Ich möchte nicht, dass dieses Vertrauen gebrochen wird. Nun, diese Flüchtlinge können auch arbeiten und ich bin sicher, es ist nur eine Frage der Zeit, bis Janka diese Schulden begleicht.
gleichen kann. Das möchte ich hoffen. Bildet sie gut aus. Ich habe gehört, dass Diamantis derzeit verheiratet ist und alles gut ging. Ja, durch eure Gnade. Tatsächlich Rashpatana von Palmyramis geheiratet. Den stattlichen Krieger Raphim hätte sie vorgezogen. Aber er wollte nicht. Tatsächlich, mir schien sie sehr angetan von Diamantis. Man möchte gar sagen, eine Liebe auf den ersten Blick. Nun, dem ist wohl so. Aber Liebe spielt ja bei einer Hochzeit nicht immer eine Rolle, nicht wahr? Nur wenige Glückliche können sich darüber freuen, wenn sie Liebe bei einer Hochzeit vorfinden. Dabei blickt sie einmal sehr missgünstig in Richtung von Travigor. Nun, sagen wir so, als Frau in der Position von Rashpatana, da kann man sich doch den einen oder anderen Mann in seinem Harem leisten, den man wahrhaft liebt. Sicher. Wir hätten es trotzdem vorgezogen, wenn solch ein Krieger wie Raphim für Nachwuchs sorgt. Nun, es hat nicht sollen sein. Und ihr gebt euch jetzt mit weiteren Schwarzmagiern ab? Habt auf die Praios-Geweihten verzichtet? Nun, ich hätte gerne weiter auf die Unterstützung unseres Praios-Geweihten gesetzt. Aber da sie uns nun nicht mehr zur Verfügung steht, habe ich auf, wie soll ich sagen, Freunde aus alten Zeiten zurückgegriffen. Ihr wisst, die Bruderschaft der Wissenden ist außerordentlich kompetent. Dieser Rasulan, es ist offensichtlich, dass sie ihm vertraut, aber welcher Gilde gehört er an? Zurzeit keine. Nun gut. Aber ich bin des Gespräches überdrüssig. Ich bedanke mich bei euch und sende euch wieder zurück in das Wesidirat. Ihr solltet es nach bestem Wissen und Gewissen verwalten und sollte mir etwas zu hören kommen lassen, das mir nichts Gutes schwant. Nun, lasst mich diese Entscheidung, dass ich euch zu Wesire ernannt habe, nicht bereuen. Ganz sicher nicht, Maharani. Dann wollen wir eure Zeit nicht länger in Anspruch nehmen. Seid noch einmal tausendmal bedankt für eure Hilfe. Und ich verneige mich wieder. Ihr seid entlassen. Und entferne mich. Die Ferginas gehen an den Kriegsbären heran und würden mit einem Warten, würden warten, dass die Koschbasaltruhe gelöst wird. Ja, ich gebe den Wachen einen Wink, dass sie die Truhe auf dem Boden abstellen sollen. Mira blickt erstmal zu Raphim. Ja, mein Mädchen, ja, du hast dein Fleisch nicht bekommen, ja, ich weiß. Ich würde die Truhe selber darunter machen und abstellen. Ja, die wissen auch gar nicht, wie man mit dem Bären umgeht, ne? Ja. Die Löwen gucken interessiert. Die Löwen gucken sehr interessiert. Und so kannst du dann die schwere Koschbasaltruhe in den Rasen gleiten lassen. Stellst sie einfach an Ort und Stelle ab und kannst dann Mira wegführen, sodass dann die Ferkinas die schwere Truhe selbst übernehmen. Ihr fühltet euch tatsächlich sehr bedrängt von diesen ganzen Wachen. Es waren viele und ein falsches Wort hätte vielleicht sogar dafür gereicht, dass ihr hier ohne Zeugen sterbt. Zu Füßen der ehrwürdigen Eleonora. Was hatten die für Waffen gehabt? Säbel oder so etwas, also sehr profanes, ja doch, Säbel. Gut. Und die Rüstung? Haben sie Rüstung getragen? Oder hatten die keine? Tierfelle. Okay, alles klar. Also jetzt nicht so krass gerüstet. Nee, sehr, sehr natürlich belassen, wie Ferkinas eben sind. Ja. Frenja Torils, dort hier die Bashari der Leibgarde, führt, ich muss gerade mal schauen, ein Orknase und ein Torwaler-Schild und ein Schneidzahn. Okay, aber wie hoch ist ihre MR? Das weiß ich ja nicht. Hat sie magische Waffen?
Sie trägt ein Schild um den Hals, wo alle diese Informationen draufstehen. Ich würde sie halt abschätzig mustern. Ihr dürft eine Menschenkenntnis. Ihr dürft eine Betörenprobe würfeln. hat seine Gründe. Nun, Kapitän, ich nicht. Wie seid ihr euch wirklich sicher, dass der Gürtel bei dieser Dame in den besten Händen ist? Es scheint mir nicht, wenn sie über einen einzigen gildenlosen Hofmagier verfügt, dass dies wirklich die beste magische Beratung bezüglich solcher Artefakte ist, die man bekommen kann. Betöre null. Abelmir, du bist dir sehr sicher, dass Frenja Toritz dort ja ein sehr zwiegespaltenes Verhältnis zu Eleonora pflegt. Denn sie mag zwar die Bashari, der Leibgarde sein, also die Anführerin, unglaublich athletische Kämpferin, fast 2 Schritt groß, also eine Torwallerin, wie sie im Buche steht, auch mit, und das kannst du erkennen, zahlreiche Tätowierungen, nicht nur auf dem Oberarm, sondern wohl auch über ihren gesamten Körper verteilt. Du hast mal von diesen Torwaldschen Hautbildern gehört, aber vor allem bist du wohl der Meinung, dass es vielleicht keine Liebschaft gibt, aber wohl ein sexuelles Verhältnis zwischen dieser Torwallerin und Eleonora. Ich rümpfe nur die Nase über Torwaller und ihre archaischen Tätowierungen und ihre unglaubliche Verunstaltung ihrer Haut und jetzt schnallt sie mit der Zunge und dreh mich um. Ich raune derweil Serpentilio zu. Zwar leiser, aber so, dass es durchaus der eine oder andere noch aufschnappen könnte. Mudaris, wir hatten darüber schon so oft gesprochen. Es ist der beste Weg. Es liegt mir nichtsdestotrotz immer noch quer im Magen, Kapitänja. Wir hätten das Ding selbst verwahren sollen. Oder verwenden, was das angeht. Ihr konntet ihn ja nicht vernichten. Nun, ihr habt mir vielleicht nicht genug Zeit gegeben. Wir hätten ihn in den Schlund werfen sollen. Auf ihr mit eurem Schlund. Würfelt mal eine Überredenprobe. Lügen. Das kriegen wir hin. Okay, das ist überhaupt kein Problem. So, ich schaue mir gerade jetzt mal die Werte von... Göttergefällige 13. Also, ich würde eine Erschwernis von 23 schaffen. Echt? Ja. Ich mirakel nochmal. Es ist die Miona. Auf was wird denn das gewürfelt? Mut, Intuition, Charisma. Sie hat Charisma 20. Okay. Aber Intuition nicht. Achso, das ist so der Minswurf. Ja, ich habe die 19 hinten gewürfelt. Also, das sind halt nicht so viele Max-Würfel, aber. Aber mir hat kein Wort gesagt, ist trotzdem überzeugender als alle zusammengenommen. Nein. Die sehen den, die denken sich, boah, der ist so shady, der lügt mich nicht anlügen. Und denken sich, fuck. Daru guckt meinen Überredenwurf an. Ich bin der. Ja, yeah, 20. Und Zulamin hat wieder Karma ausgegeben, um auf die 27 zu kommen. Nee, das ist ohne Karma. Ach, das ist ohne. Was ist denn der richtige Wert? Das hängt davon ab, ob ich irgendwelche Erschwernisse oder so an diesem Ort habe. Also man könnte jetzt wieder die ganzen Sachen runterrechnen. Ich würde dir einfach eine +3 auf den Wurf geben. Okay, dann bleiben 13 übrig. Die Hälfte von 13 ist 7 14, plus 7. 5, 12. Das heißt, es sind 30 Punkte. Fertigkeitspunkte. Okay, also ihr wart auch leise laut genug, damit euch nicht nur die Ferkiner gehört haben, die sind ja quasi egal, sondern vor allem dann auch die Torwalerin und Eleonore. Während ihr euch da leise anzischt, giftig wie ihr seid. Gut, und so könnt ihr wieder nach draußen gelangen, gemeinsam mit der, mit dem Diener des Palastes, der euch auch eben schon hineingeführt hat. Ihr wärt der Meinung gewesen, dass, sollte es hier zu einem Kampf gekommen sein, das doch sehr schwierig geworden wäre, gerade wo jetzt die anderen Ferkinas oben auf dem Dach auftauchen oder in den weiteren Innenhöfen. Es sind viele, es sind wirklich viele. Ich glaube, die Torwallerin ist hier in irgendeiner Weise hörig. Vermutlich sexuell. Das kann man. Das kann man doch. Das kann man ausnutzen. Das überrascht mich nicht. Und was die Frau getragen hat, also die muss tatsächlich besessen gewesen sein, da bin ich mir sicher. Torwaller, die laufen immer so rum, so mit diesen verdammten Hauptbildern, also man kann es gar nicht angucken. Ich meinte ja die Königin, aber ja. Naja, also ich fand das eigentlich ganz schick. Zulamin zieht an sich selbst runter und denkt sich, naja, also so prächtig jetzt nicht, aber gleiche Tendenz.
Du bist doch keine Taubalerin. Das meinte ich natürlich nicht abwertend. Naja, also das verstehe ich jetzt nicht, Trafigur. Also ihre Kleidung, da war doch nichts dran auszusetzen. Hey, ja, nächstes Mal stellt ihr euch an, ja? Da ich war immer nichts dran. Genau. Ja, genau, ich warte hier schon seit Tagen. Will ich da beschweren? Ruhe. Nun, im Gegensatz zu euch waren wir geladen. Und Sulamin rauscht an ihm vorbei. Ich bin genauso geladen. Frechheit, ich komme aus dem Bornland. Fester Adel. Dann schlage ich vor, dass ihr das nächste Mal mit imposanteren Gastgeschenken auflauft. Und so könnt ihr weiter abseits vom Spiegelpalast die Prozedur, die Straße wieder nach unten treten, es sei denn, ihr möchtet hier warten oder irgendwas anderes tun. Ja, wir sollten uns nur im anderen Zugang begeben. Auf zum Hafen. Ja, ich denke, wir werden wahrscheinlich... Wir müssen auf irgendeine Art und Weise untertauchen. Das heißt, wir gehen so lange zurück zum Schiff, wie die Gefahr besteht, dass uns jemand noch im Blick hat. Und dann geht's zu dem anderen Hafen. Okay, dann gibt er mal eine Gassenwissenprobe, und zwar von einem Anführer. Das würde ich dann gerne machen, vermute ich, wenn keiner sich vordrängelt. Welchen Grund sollten wir dir folgen? Ich weiß nicht. Naja, ich habe... Du kannst auch gerne vorgeschlagen. Also ich hatte das vorhin in der Sitzung auf dem Schiff vorgeschlagen, weil er ja die Frau hat, die von hier kommt. Oh, also stimmt, das ist ein guter Grund. Das ist ein guter Grund. Nee, dann würde ich mal probieren, sie erst zum Schiff und dann wieder zurückzuführen. Ja, machen wir die Gassenwissenprobe erstmal. Also du bist auch der Meinung, ja, während ihr durch Alt-Zorrigan geht, ihr werdet wohl verfolgt. Das ist jetzt nicht wirklich auffällig. Das sind jetzt keine Palastwachen, aber das sind so Straßenkinder, die dir dann unauffällig folgen. Zuerst hat es sie für den typischen bettelnden Abschaum gehalten, aber das ist schon mehr, bist du der Meinung. Die saßen direkt hinter dem Tor und sind euch dann direkt nachgelaufen, und die scheinen sich auch nicht für die anderen Würdenträger zu interessieren. Deswegen gehst du tatsächlich dann auch wieder zurück vom Königstor zum Zorriganer Tor und in Richtung der Avianda. Falls keiner mitbekommen hat, würde ich mal mit meinem Körper decken und mit über die Fingersprache Attacke signalisieren, jemand folgt uns zu Sulamin oder zu jemand, zu Rafim wahrscheinlich. Gut, dann bestätige ich. Das ist jetzt der Zeitpunkt, zu dem einer von uns sich irgendwie unauffällig in eine dunkle Ecke drückt und wartet, bis unser Verfolger an ihm vorbeigeht und dann den Verfolger verfolgt, ja? Ich glaube nicht, dass wir das schaffen würden mit so vielen Kindern. Ich glaube, die beste Idee ist es, zurück aufs Schiff zu gehen und dann auf der Rückseite ein Beiboot runterzulassen. Nein, die beste Idee ist es, jetzt den Knüppler rausgehen zu lassen. Seine Stadt, und der knüppelt die Kinder um. Die waren einfach nur neugierig und interessiert an uns. Eine halbe Stunde später seid ihr wieder auf dem Deck der Avianda und könnt tatsächlich auch, wenn ihr das wollt, auf einem Beiboot auf der anderen Seite wieder runtergelassen werden. Jo. Gut, dann seid ihr auf einem Beiboot. Vielleicht noch schneller Kleiderwechsel zu etwas unauffälliger. Ja, natürlich. Also wenn man sich erstmal möglichst bunt macht, dass man jetzt mondsilberne graue Gewänder anlegt. Ja, selbst Traviogor würde seinen orangenen Mantel ablegen. Ich verstehe nicht, Abelmir, warum ihr überall in diesen Roben hinlauft. Nun, sie ist kleidsam und sie gehört zu meiner Gilde. Ja, aber man erkennt euch doch wohl als Kundigen dadurch, dass ihr den Stab mit euch herumtragt und die... ihr wisst schon, die Aura des Überlegenen, die ihr vielleicht noch ein wenig kultivieren solltet, wenn ihr meine Meinung hören wollt. Warum? Diese Roben sind auch überaus unpraktisch. Sie haben ihren Ort und ihre Zeit, ja, aber ein guter Kaftan oder ein gefütterter Mantel sind doch wahrhaftig nun viel praktischer. Möchtet ihr vielleicht die Überlegenheit eurer Kleidungswahl demonstrieren, Mudaris, indem ihr ins Beiboot steigt? Sicher doch. Und setzt sich neben Abelmir und schlägt irgendwie sein Revier zurück. Seht ihr, er ist von ihnen gefüttert. Serpentilio, würfel mal eine Kletternprobe. Eine Kletternprobe? Während du gerade auf der Strickleiter nach unten klettern möchtest ins Beiboot, spürst du ein ekelhaftes Ziehen in deiner Magengrube und du weißt, dass wohl der Gürtel aktiviert wurde. Ja, mir rutscht ein Bein irgendwie von der
von der, also nicht wirklich eine Sprosse meiner Strickleiter ab. Und ich lasse mich dann relativ zügig nach unten sinken. Es ist soweit, wir müssen uns beeilen. Gut. Oh, das ist eine unbequeme Erfahrung. Wer hätte gedacht, dass eine blinde Substitution einer Teilmatrix solch drastische Effekte haben könnte. Ich sage es immer wieder, Hellsicht ist nur etwas für ausgemachte Spinner. Nun, das würde ich so nicht sagen, aber sie ist hin und wieder hilfreich. Aber wir sollten uns beeilen. Immerhin sind wir jetzt informiert. Jetzt streitet doch nicht, wir sollten wirklich los. Rafim kann euch dann rudern, wahrscheinlich. In welche Richtung? Ja. Naja, zum Norden von der Taverne, wo er gesagt hat, da wäre der alte tote Hafen. Genau. Also Jalan hat den Boronhafen auch schon oder den toten Hafen schon benutzt. Eventuell wird Abelmir mit seiner Ortskenntnis durch seine Verlobte das dann auch wissen, also dass der Boronhafen oder der Totenhafen auch zu finden ist. Und nach einem kurzen Ruderpassage nach Norden könnt ihr nach rechts abbiegen und dort findet ihr einen kleinen Strand, wo zahlreiche weitere schwarz angemalte Ruderboote zu finden sind, allesamt mit einem Borons Wappen markiert. Das muss auf alle Fälle dann der Totenstrand oder der Totenhafen sein. Und wenn ihr dann mit eurem kleinen Bei- oder Ruderboot den Sandstrand nach oben fahrt, zahlreiche kleine Bettlerhütten, die dann hier am Strand liegen, könnt ihr schon sehen, wie euch ein unauffälliger Mann von dem Norden her heranwinkt. Hey, kommt her! Ja. Auf jeden Fall muss wehen. Naja, wie wär's denn zu dem Mann, der kommt her gesagt hat? Ja, dort hin sollt ihr rudern. Leise und langsam. Ja, wenn du noch eine dumme Frage stellst, landest du am Wasser und kannst selber rudern. Macht schon. Ja, ihr könnt dann mit euren Stiefeln in den Sand treten, der unter euch nachgibt, und dann kurz aufschließen über den kurze Strandpassage in Richtung der Bruchbuden der Hütten, wo ihr dann Arkos Schar erkennt, den Heldenrosenkönig. Da seid ihr ja. Hat alles funktioniert? Es scheint wohl so. Das Artefakt wurde aktiviert, wie Mudare Serpent Helio bestätigte. Das ist zwar gut, aber es fühlt sich einfach so falsch an. Habt ihr die Öllampe? Habt ihr meine Frau? Selbstverständlich, ich habe hier alles. Und es hätte nicht deutlicher sein können, dass wir nicht mit eurer Frau gesprochen haben. Sie sprach sehr abwertend über die Flüchtlinge in Janka. Und die Schulden, die ich ihretwegen aufgenommen habe, um sie ernähren zu können. Eleonora war immer dafür bekannt, dass sie ihr Volk liebt. Ja, das sieht ihr so gar nicht ähnlich. Ich weiß nicht, ob sie anders reagiert hätte, wenn ich neben ihr gestanden hätte, aber es ist schon bitter, dass sie so ein Schauspiel so lange Jahre aufrechterhalten konnte. Ihr müsst mir glauben, dass sie anders war. Also, wenn ich da bin, ist sie nicht so kalt. Nun, das spielt jetzt keine Rolle. Jede Minute zählt. Meine Seerose, ich komme. Und dann führt er euch nach Norden in den Berg hinein. Er führt euch über verschiedene Pfade entlang von rostigen Gittern oder Vorhängeschlössern, die er dann einfach beiseite schiebt. Auf den ersten Blick würden sie eventuell Einbrecher jetzt abhalten, aber zusammen mit ein wenig Schlösserknackenkunst von Arkos gar selbst könnt ihr dann in das Innere des Berges vortreten, könnt dann auch warme Luft über euch spüren, also irgendwelche Abluft, die da wohl von den zahlreichen Gärten der Villen herabkommen, und irgendwelche Kisten, die am Rande stehen, vielleicht mit dem Wappen der mondsilbernen Madabasari darauf. Aber auch keine weiteren Bediensteten oder Fexgeweihte, die dann hier herumlaufen. Alles ist sehr leer. Und eure Schritte tropfen so ein bisschen auf dem nassen steinigen Pfad, der euch dann in den Berg hineinführt. Oh, wie schön. Leise. Ich probiere jetzt schon zu schleichen. Ich weiß, was uns erwartet. Ja. Euer kundiger Blick verrät tatsächlich auch, wenn ihr jetzt das erste Mal hier im Inneren des Berges seid, dass wohl das ein oder andere Mal gibt es auch hier rote Samtvorhänge, die
ja, dort einfach aufgehangen worden sind, aber die Feuchtigkeit hat wohl für zahlreichen Schimmel gesorgt, der sich dann hier abgesetzt hat, wie als eine Ankündigung, wohin ihr wollt. So könnt ihr dann dem Laufgang folgend immer mal wieder mondsilberne Symbole in den Fels geritzt oder dann in eine Täfelung, wenn dann Holz das Ganze ausstaffiert und alles dann irgendwie beleuchtet von dicken, weißen, stumpigen Kerzen, die in ihrem Rauch so ein bisschen hellblauen Dunst, wie ein bisschen von Weihrauch versprühen. Ihr könnt auch so ein bisschen um euch herum von den Felsen Stöhnen hören oder Geschrei. Ihr wisst nicht genau, was über euch liegt oder ob es überhaupt etwas gibt, was dort liegt, aber es könnte auch nur das Geräusch des tropfenden Wassers sein. Ich würde gerne mal eine Bergbauprobe würfeln, ja. um zu gucken. Also ich habe die Talentspezialisierung unterirdischer Labyrinthe. Ich glaube, die zählt hier an dieser Stelle ausnahmsweise mal. Ja, würde ich tatsächlich nehmen. Um zu gucken. Ui, gar nicht gut. Aber egal, mir ging es nur darum. Nee, hierfür nicht. Also den brauche ich vielleicht später noch. Nee, mir ging es tatsächlich nur darum zu schauen, ja, wie ist das gebaut? Ist es stabil? Gibt es vielleicht irgendwas, auf das man achten müsste?